Welchen Weg werden wir nehmen? Lass uns würfeln. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich mache heute eine Wanderung, und zwar keine normale Wanderung, sondern eine Chaoswanderung. Und was macht eine Wanderung zu einer Chaoswanderung? Na, ganz einfach. Ich habe keine Karte dabei, ich habe auch kein konkretes Ziel, aber ich will mich trotzdem fortbewegen. Und das mache ich, indem ich einfach würfel. An jeder Kreuzung werde ich diesen Würfelbecher auspacken und würfeln. Aber weil das noch nicht spannend genug ist, habe ich mir noch was einfallen lassen, und zwar Ereigniskarten. Und das ist wie bei Monopoly, da muss ich was machen, da steht was drauf. Was zum Beispiel, können wir mal gucken. Ich habe hier so ein Säckchen, da sind meine vorgeschriebenen Karten drin. Und hier müsste ich jetzt ein Waldmandala bauen. Eine Ereigniskarte werde ich immer ziehen, wenn ich an einem Wegweiser vorbeikomme oder eine Wegmarkierung, irgendwas in der Richtung. Also lasst euch überraschen. Und wie funktioniert das jetzt mit dem Würfeln genau? Wenn ich an eine Abzweigung komme, würfel ich, um rauszufinden, in welche Richtung ich gehe. Ich werde, wenn ich zwei Abzweigungen habe, dann werde ich würfeln und 1, 3, 5, 2, 4, 6 aufgeteilt, in welche Richtung ich gehe. Habe ich drei Abzweigungen, also bin ich insgesamt an einer Viererkreuzung, dann ist es 1, 4, 2, 5, 3, 6. Wenn ich vier Abzweigungen habe, ist es relativ einfach, dann habe ich 1, 2, 3, 4. Und 5 ist ein Stechen zwischen 1 und 2 und 6 ist ein Stechen zwischen 3 und 4. Wenn ich 5 Abzweigungen hätte, dann kann ich bei der 6 eine freie auswählen, und es geht aber nie zurück. Das heißt, ich muss immer die haben, die vor mir sind. Damit verhindere ich ein bisschen, dass ich wieder an den gleichen Punkt komme, ja, und damit es nicht so langweilig wird. Für euch noch zur Info, ich habe keine Karte dabei, ich habe ein Handy dabei für den Notfall. Ganz im Grunde kenne ich mich in der Gegend ganz grundsätzlich aus, aber jetzt hier genau die Waldwege kenne ich noch nicht so richtig. Das heißt, ich werde auf jeden Fall neue Orte entdecken und weiß nicht genau, wo ich am Ende sein werde, und hoffe dann natürlich, dass ich wieder auch gut zurück bin. Aber jetzt geht's erstmal los, kommt mit! So, ich bin angekommen am ersten Weg. Ich habe angefangen, das Intro im Wald zu drehen, und jetzt bin ich hier zurück auf dem Weg. Ihr seht es hier schon seitlich hinter mir. Ich würde sagen, erster Zeitpunkt zum Würfeln. Wir haben eine 2. Wir haben eine 2, das heißt ja 1 in die eine Richtung, 2 in die andere Richtung. Ich laufe jetzt hier in die Richtung und bin mal gespannt, wo es hingeht. Und hier kommen wir schon auf die nächste Kreuzung zu. Ich bin jetzt so 300 Meter gelaufen. Also ihr merkt schon, hier sind relativ viele Wege. Hier ergeben sich mehrere Optionen. Zum einen könnte ich hier nach links laufen, geradeaus, oder auch nach rechts. Und jetzt habe ich aber hier erstmal einen Wegweiser, beziehungsweise zwei. Der eine steht direkt vor mir hier, und der andere ist da am Baum. Und das bedeutet, ich ziehe die erste Ereigniskarte. Oh. Okay, wir fotografieren die nächsten 5 Pilze. Aber jetzt würfeln wir erstmal, in welche Richtung es geht. Oh, wir haben eine 6. Wir hatten 3 Wege vor uns. Das heißt, wir laufen jetzt nach rechts. Und wir fotografieren die nächsten 5 Pilze. Hier ist schon der erste Pilz. Oder die ersten Pilze. Es gibt schönere Zustände. Ich muss ja sagen, ich wusste, dass die Aufgabe kommt, und habe vorhin echt noch viele Pilze gesehen, aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger gefühlt. Wenn man sucht und hofft, gute zu finden, dann wird es meistens schwierig. Ich habe jetzt hier so echt ein paar ranzige, die will ich nicht zählen lassen, aber ich habe noch etwas tiefer hier drinne jetzt gerade eben dieses Prachtexemplar gefunden, und das zählt auf jeden Fall. Pilz 2. So, und jetzt haben wir tatsächlich einen Abweg, zwei Abweg, drei Abweg, vier Abwege. Und guck mal, was mir aufgefallen ist. Irgendwie, ich finde, das sieht so ein bisschen gespiegelt aus. Nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist super krass, super schön hier. Okay, wir würfeln. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 muss ich nochmal stechen in die beiden machen. 6 stechen für diese beiden Abwege. Okay, seid gespannt. Das ist eine 4. Das heißt, ich gehe jetzt wieder rechts runter. Und das hat ein bisschen was von im Kreis gehen. Also mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber eine Sache kann ich jetzt gerade schon mal erzählen, wo ich hier langsam runterlaufe.
Und zwar wäre ich in eine der anderen Richtungen abgebogen, dann hätte ich auf jeden Fall jetzt schon die zweite Ereigniskarte ziehen können. Aber so bleibt es erstmal dabei. Wir suchen weiter nach Pilz 3, 4 und 5. Und hier haben wir auch schon Pilz Nummer 3. Der sieht auch schon gut hinüber aus. Und direkt daneben Pilz Nummer 4 im Baumstamm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber so sieht es eigentlich ganz nett aus. So, und schaut mal, was ich hier habe. An diesem Baum, ganz unten im Moos, da wächst schon direkt Pilz Nummer 5. Und damit ist die Challenge 1 oder die Ereigniskarte 1 erfolgreich abgearbeitet. Check! Der Regen nimmt ein bisschen mehr zu. Ich laufe jetzt einfach erstmal weiter. So, und jetzt entscheidet sich ein bisschen, ob wir wirklich im Kreis laufen oder ob wir hier doch nochmal von der Stelle kommen. Ich bin nämlich an der nächsten Kreuzung. Und zwar geht es hier einmal in diese Richtung und in diese Richtung. Wir haben eine 1. Und das heißt, es geht nach links. Was ein Glück, wir haben das gerade nochmal vermieden, im Kreis zu laufen. Aber wir haben hier auch wieder Wegweiser. Und zwar einen Wanderwegweiser hier hinten am Baum. Und es reicht eigentlich auch schon, denn es ist ein Wegweiser. Schauen wir mal, was sich hier in der Tasche befindet. Oh nein, das ist ärgerlich. Richtungswechsel. Oh Mann, ey, das ist richtig scheiße. Wir haben in die Richtung gewürfelt und jetzt müssen wir hier einmal wieder zurück. Okay, noch hat der Würfel die Macht, noch geben wir nicht auf. So, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ich war jetzt 100 Meter in dieser Richtung unterwegs und dachte aber, irgendwie ist es blöd. Ich weiß ja noch, dass ich hier relativ nah an der Straße bin. Ich bin noch nicht so wirklich weggekommen, also noch nah am Anfangspunkt. Das heißt, Richtungswechsel, nice. Ich packe den auch zurück, aber ich dachte, nee, lass uns mal lieber weiter in den Wald reinkommen. Sonst ist das ja hier schon nach einer, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde vorbei. Und genau, deswegen ziehe ich jetzt einen neuen Zettel. Okay, finde einen Baum, den du nicht umarmen kannst. Genau, das werde ich machen und ich werde weiter in die Richtung gehen, in die ich, für die ich gewürfelt habe. Und dann kommen wir auch weiter in den Wald rein und können mal schauen, was uns noch so erwartet. Und jetzt gehe ich schon mal los und suche einen Baum, der auf jeden Fall tauglich ist, dass ich ihn nicht umarmen kann. Und hier habe ich zum einen einen Wegweiser, aber ich glaube, ich kann diesen Baum auch nicht umarmen. Wir probieren es aus, ihr seid dabei. Und falls ihr meine Hand sehen konntet, ich weiß es jetzt nicht, ich konnte ihn auf jeden Fall nicht umarmen. Aber jetzt eine neue Chance und was wird es sein? Finde eine Pflanze, die noch grüne Blätter hat. Naja, also hier ist zwar schon alles gelb drumherum und auch kahl und ich bin ehrlich zu euch, eine Kiefer zählt da jetzt nicht. Ihr seht, es ist einfach alles gelb schon, klar, Gras auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das wird, aber ich werde mal die Augen offen halten. Ich weiß schon, dass es ein, zwei Pflanzen gibt, die auf jeden Fall jetzt noch grüne Blätter haben und es geht erstmal weiter geradeaus. Hier war ja keine Kreuzung. Gut, ich habe jetzt einige Pflanzen gesehen, aber ich habe mich jetzt entschieden dafür, euch einfach mal dieses Feld hier gleich zu zeigen. Und da sind mehrere Sachen dabei, wo ich sagen würde, die haben auf jeden Fall noch grüne Blätter. Schaut mal. Das sind hier ganz viele Brombeerblätter. Und natürlich den Brennnesseln. Den geht es auch noch gut. Also insofern haben wir hier schon mal zwei Sachen, die auf jeden Fall grün sind. Und hier vorne hätten wir auch noch einen Farn im Angebot. Naja, wobei die, da hätte ich eh erwartet, dass wir die jetzt hier noch antreffen. So, und keine 100 Meter weiter von unserem Fund. Ihr seht schon hier, neues Wegzeichen, aber auch eine Kreuzung mit 1, 2, 3 Abzweigungen. Zeit zu würfeln.
und eine 6. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Wir laufen hier runter. Los geht's. Oh, das hätte ich fast vergessen. Natürlich noch eine neue Ereigniskarte. Und zwar mache eine 5-Minuten-Meditation und versuche an nichts zu denken. Okay, das muss ich mir kurz überlegen, wo ich das mache. Es regnet nämlich einfach immer noch unfassbar. Aber ich denke, ey, ich habe eh keine andere Wahl. Ich mache es einfach direkt hier. Schaut mal, wie diese Bäume gewachsen sind. Von hier sieht er noch relativ gerade aus, aber wenn ich jetzt mal hier einfach ein paar Schritte nach links gehe, genial. Es ist abgefahren. Ja, so ist die Natur. So, wir stehen schon mitten auf der Kreuzung. Ich dachte erst so, ach, das ist bestimmt nur eine Schneise und da laufe ich einfach weiter geradeaus. Aber ehrlich, das da ist doch ein richtiger Weg. Das da, na klar auch. Und das, ja, ich sag mal im Grunde auch, Dreierkreuze, oder? Dementsprechend würfel ich jetzt. 4. Das heißt, 1 und 4, ich laufe in diese Richtung. Sehr schön. Meine Theorie, dass das hier nur eine Schneise sein können, bestätigt sich so mittel. Hier sind auf jeden Fall Wege, die super matschig sind. Also es ist echt nicht einfach, sich einen Weg zu finden. Ihr seht es ja auch gerade, hier staut sich das Wasser an den Seiten schon übelst. Aber genau, an sich ist gut zu gehen. Keine wirklichen Schwierigkeiten. Aber genau, man merkt, das ist ein selten belaufener Weg. Aber es gibt ihn. Insofern machen wir uns da keinen Kopf. So, ich dachte erst, da hinten, vielleicht zoomen wir schon mal ran, da wäre jetzt einfach ein Privatweg. Aber zum Glück, ihr seht schon, ist hier vorne noch ein ganz normaler Weg. Und das ist ein gutes Zeichen. Genau, wir können nur nach rechts oder links. 4. Wir laufen nach rechts. Sehr gut. Also, wir sind wieder an einer Kreuzung. Es gibt natürlich auch wieder ein Wegzeichen. Und es geht halt einmal hier entlang und einmal weiter runter. Das hier sieht mir nicht aus, als ob das noch lange weitergeht. Deswegen ist das erstmal raus. Genau, wir würfeln. Zwei Richtungen, zwei Möglichkeiten. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. 2. Also geht's hier nach rechts ab. Und wir ziehen noch eine Ereigniskarte. Ich soll etwas finden, aus dem ich Tee machen würde. Na, das ist eine gute Aufgabe. Da gucken wir mal. Das passt ja auch gut zu der Aufgabe mit den Sachen, was noch grüne Blätter hat. Also irgendwas davon wird es schon sein müssen. Irgendein Kraut. Ein Brennnessel haben wir gesehen oder Brombeere. Ich denke, eins von beiden werde ich machen. Lasst euch überraschen. So, und wie es der Zufall wollte, bin ich in diesen Weg hier rein und habe ein riesiges Brombeerfeld gefunden. Ihr seht es. Und ich habe entschlossen, jetzt hier einfach noch ein paar Brombeerblätter zu sammeln und ansonsten tatsächlich das hier abzubrechen soweit. Ich bin jetzt circa 1,5 Stunden unterwegs gewesen. Es regnet wie aus Eimern, meine Jacke ist komplett nass und ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, hier erstmal soweit abzubrechen. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem auf jeden Fall einen Like, vor allem wenn ihr auch schon mal so nass gewesen seid, wie ich es gerade bin, bis unter die Jacke. Wenn ihr wollt, dass ich es nochmal mache, schreibt es mir gerne in die Kommentare, gern mit euren Vorschlägen für andere Aufgaben auch. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und jetzt gehen wir erst nochmal Brombeerblätter pflücken, auch wenn die schon ein bisschen älter sein dürfen. Egal, man kann es trotzdem einfach zu einem Tee machen. So, jetzt ein bisschen gucken, schon was besser aussieht. Aber das ist alles
natürlich im Gegensatz zum Frühjahr nichts Überzeugendes mehr. Und das ist der Tee, den ich mir aufgegossen habe aus den Brombeerblättern. Ich probiere den direkt mal. Ist auf jeden Fall ein Tee. Schon eine sehr intensive Note. Ist, glaube ich, okay für einen Tee. Hat Geschmack aus alten Blättern. Aber ich trinke den jetzt, genieße ihn und kommen wir zum Fazit der Chaoswanderung. Jetzt, wo ich im Trocknen bin, geht es mir auf jeden Fall wieder gut. Ich bin warm. Vorhin war ich ja einmal komplett durchgenässt. Ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal machen. Vielleicht bei trockenerem Wetter, wenn es nicht gleich anfängt zu schütten. Und dann auch ein bisschen länger das Ganze zu machen. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich wirklich an Stellen war, wo ich gedacht habe, oh, da wäre ich sonst nicht reingelaufen. Also ich habe nette Wege gehabt, nette Sachen gesehen. Insofern hat sich das auf alle Fälle gelohnt. Und wenn ihr das auch mal machen wollt, eine Chaoswanderung, das ist kein Problem. Ihr braucht nur einen Würfel und müsst losgehen. Nehmt euch am besten ein bisschen Proviant mit. Und die Ereigniskarten habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten probiert es selber aus. Falls ihr noch andere Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich freue mich bis zum nächsten Video. Ciao!